Du willst trainieren, aber weißt nicht, ob im Fitnessstudio oder zu Hause. Hier werde ich dir zu den Themen erzählen mit Pro und Contra. Aber bevor ich dir mehr davon erzähle, abonniere dich auf meinen Kanal, weil die meisten von euch schauen sich meine Videos an, aber sie abonnieren sich nicht. Leute, abonniere, weil so hilfst du mir und like meine Videos natürlich, hilfst du mir weiterzukommen, mehrere Videos zu machen und mehrere Menschen zu erreichen. Mir geht es jetzt nicht um mehr Abonnenten zu haben oder einfach mehrere Abonnenten zu haben. Mir geht es einfach um anderen Menschen auch zu helfen. Weil das Ganze ist, ich mache das, weil ich anderen Menschen helfen möchte. Krafttraining kannst du zu Hause oder im Fitnessstudio ganz bequem üben und deine Ziele wirst du in jedem Fall ganz erreichen. Wenn du genug Platz zu Hause hast, ist das Training zu Hause der perfekte Ort. Also zu Hause Training ist das Beste, was du machen kannst, wenn du genug Platz hast. Es liegt alles in deinen Händen, keiner setzt dich unter Druck und du hast jederzeit die Kontrolle über das, was du machen möchtest. Nun kommen wir auf die Pro und die Contra. Pro, zu Hause kannst du mehrere Übungen machen, weil keiner setzt dich unter Druck. Im Fitnessstudio ist meistens so, du kommst zum Gerät, willst du gerade anfangen und willst du trainieren, da kommt der Nächste und sagt, wann bist du fertig? Zu Hause kannst du deine eigene Playlist aussuchen, kannst du die Musik, die dich besser motiviert, spielen und besser trainieren. Und zu Hause kannst du jederzeit trainieren, wenn du Bock hast. Also lass mal angenommen, du kommst von der Arbeit und du bist müde und hast du die Zeit nicht zum Fitnessstudio, weil du auch Kinder hast und die wollen dich auch natürlich sehen. Papa, Mama, egal was. Und die wollen auch mit dir spielen und du bist da und es wird dann irgendwann spät und du kannst natürlich nicht im Fitnessstudio, weil du deine Familie auch nicht verlassen möchtest und bist du einfach zu Hause. In dem Moment kannst du einfach in deinen Fitnessraum gehen und da trainieren. Ich habe einen Fitnessraum im Keller gemacht, da trainiere ich, wenn ich die Zeit nicht habe, ins Fitnessstudio zu gehen. Contra. Zu Hause fehlt meistens die Motivation, einfach zu gehen und zu sagen, ich trainiere jetzt, jetzt ist meine Trainingszeit und ich werde trainieren. Weil du bist ja alleine meistens und du hast keine anderen Menschen, die dich auch dann richtig motivieren. Und dann wirst du so, ja, das ist eine Contra von zu Hause. Und ein anderer Punkt ist, dass die Traininggeräte könnten teuer sein, weil professionelle Geräte kosten halt viel Geld. Aber es gibt ja auch ein paar andere Ausstattungen, die du auch bekommen kannst. Die werde ich dir am Ende des Videos erzählen. Bleibe dran, wenn du mehr wissen möchtest. Der Ort, an dem du trainierst, sollte warm sein, einladend sein und dich motivieren. Alle diese Motivation, alle diese Eigenschaft findest du auf jeden Fall im Fitnessstudio, weil Fitnessstudio, da bekommst du Motivation. Meistens ist auch beheizt, so ist warm. Ob im Winter oder im Sommer ist immer warm. Nun kommen wir auf Pro und Contra vom Fitnessstudio. Pro ist, dass du im Fitnessstudio soziale Kontakte bilden kannst, also Freundschaften mit anderen Leuten machen kannst und Austausch, also Trainingsideen austauschen und Kontakten, also und Freundschaft natürlich. Natürlich Freundschaft mit anderen Menschen machen. Du wirst besser motiviert, weil du anderen siehst, die auch trainieren, die auch dasselbe erreichen möchten wie du und so wirst du besser motiviert, auch mit mehr zu machen. Im Fitnessstudio bekommst du auf jeden Fall professionelle Geräte. Professionelle Geräte, wie gesagt, kosten ein bisschen Geld und die hast du ja im Fitnessstudio für einen Monat ab. Contra zu Fitnessstudio. Die Hygienemaßnahmen sind nicht die besten. Meistens ist das so, jetzt in Corona-Zeit, dass wir alle Geräte desinfizieren müssen, nachdem wir trainiert haben. Ich mache das, aber andere Menschen machen das halt einfach nicht. Die trainieren, machen schmutzig, schwitzen und lassen das so, wie die gelassen haben.
und du kommst dahin, du willst trainieren und ist schmutzig. Du musst das erstmal sauber machen, wenn du dein Gerät nutzen möchtest. Es sei denn, du hast eine andere Auswahl, das nebendran ist ein anderes Gerät mit denselben Übungen natürlich, dass du dann nehmen kannst. Und die Musik kannst du ja nicht selber aussuchen. Die Musik, die dich besser motiviert, kannst du nicht selber aussuchen, weil das wird ja von der Fitnessstudio ausgesucht, um alle Menschen zu motivieren. Meistens, ich trainiere mit meinen eigenen Kopfhörern, weil meine Musik mich besser motiviert und so kann ich mehr machen. Und ich denke, dass du auch dasselbe tust, weil ich sehe viele Menschen, viele Mitmenschen, also mit Kopfhörer im Training und dann denke ich, dass du dasselbe auch tust. Als Unerfahren im Fitnessstudio kann sehr, sehr unangenehm sein, weil die meisten Menschen gucken sehr komisch und das könnte als Unerfahren einfach unwohl sein. Hier sind ein paar Geräte für das Training zu Hause. Kurzhantel, hier kannst du dir aussuchen zwischen festen Kurzhantel und steckbare Kurzhantel. Eine Fitnessmatte solltest du auf jeden Fall auch auswählen, weil dann kannst du ja Sixpack-Übungen und andere Übungen, die auf dem Boden gemacht werden, dafür nutzen. Widerstandsbänder kannst du natürlich auch holen für das Training zu Hause. Dasselbe Effekt macht er wie die Kurzhanteln gewichtet, aber mit Widerstandsbändern, ich komme besser klar und ich glaube, dass dir auch helfen könnte. Klimmzugstangen kannst du ja auch kaufen und die kannst du an die Türen festmachen oder an deiner Wand irgendwo festmachen, wenn du genug Platz hast, um Klimmzügen und verschiedene Übungen zu machen. Gymnastikball, hier solltest du dir, wenn du einen Ball aussuchst, der Ball sollte zu deiner Größe anpassen. Die meisten Geräte kannst du bei Amazon kaufen für günstigen Preis und relativ gute Geräte. Danke fürs Zuschauen. Wenn du dabei Spaß hattest, abonniere dich, like mein Video. Wie gesagt, so hilfst du mir weiterzukommen und andere Menschen auch. Bis auf nächste Video. Tschüss.